Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Wi-Fi-Battle hier auf dem Kanal. Heute haben wir ein, ich würde mal sagen, ein ziemlich cooles Mixed-Team am Start. Oh Gott, der Gegner bringt Power. Ich hoffe, dass es kein Megakanker ist, ansonsten wird das sehr anstrengend werden. Er hat sehr, sehr viele Threats für uns, muss man einfach mal sagen. Aber heute habe ich mir tatsächlich das Team aufgeschrieben. So, ja, ich würde mal sagen, was ist denn ein guter Lead meinerseits? Eigentlich habe ich keine Ahnung. Warte mal, lass mal Keldeo als Lead wählen. Wir haben Keldeo, Luxtra, hier Caradonis, oh Gott, dieses Geist-Stein-Pokémon, ne? Dieser Cyborg, Cesurio und Sailor Moon, unser Pixie. So, wir starten ins Battle. Auch diese Pokémon kenne ich nicht wirklich. Seven hat sie mir zugesandt, aber ich habe mir wenigstens mal kurz über das Moveset oder so geguckt, einfach mal um zu wissen, was sind das überhaupt für Sachen, die wir da haben. Aber wir kämpfen auf jeden Fall gegen Humayun. Okay. Oh, er leadet mit Thunderous. Das ist nicht sehr gut für uns. Das ist nicht sehr gut. Wir könnten an der Stelle verhöhnen, aber er ist schneller. Wegen Strolch. Das bedeutet, was hat denn Luxtra für einen Adrenalin? Okay. Luxtra hat Adrenalin. Und Heiß Orb. Luxtra ist an der Stelle das einzige, was so wirklich countert, ne? Ansonsten haben wir Sailor Moon, aber die macht auch nicht so extrem viel. Magieschild. Offensivattacken, ja. Aber durch Donnerwelle, nope, ich gehe mal raus zu unserem wunderschönen Mega Luxtra. Das scheine Luxtra, was ich von... Oh Gott, das habe ich auch bekommen. Oh, könnte ich eigentlich mal nachgucken, wer mir das gesendet hat. Auf jeden Fall war das der perfekte Switch, denn jetzt hat sich der heiße Orb angeschalten, sage ich jetzt mal. Und ja, Thunderous ist hier am Start. Ne, hat er was normal Attacken resistet? Nein, hat er nicht. Stromstoß. Er hat auch nichts, was... ja, doch. Fully Purba. Okay, wir gehen einfach mal für eine Fassade. Safeste Option. Ich weiß nicht, was er machen möchte. Aber das Luxtra mit Adrenalin wird ziemlich böse reinhauen. Jetzt kommt eine Fassade mit 70 Stärke, 140 Stärke, wenn das Pokémon an einer Status-Problem leidet. Und das wird Yukis Wolf sehr, sehr wehtun, weil das meistens mit... Assault West gespielt wird und ich greife physisch an. Luxtra ist ein physisches Donner-Pokémon. Verwechselt es bitte nicht mit Voltenso. Luxtra ist physisch. Voltenso ist speziell. So. Okay, dann haben wir schon mal einen Legi gewone-hittet, ne? Einfach mal Raikou gewone-hittet. Also Mega Luxtra, ne? Ihr wisst Bescheid. Mega Luxtra ist fucking stark. Okay, jetzt kommt, Mega Kangama vermutlich. Was will Mega Kangama tun? Mega Kangama will Mogelhieben. Mogelhieben und Brandschaden machen. Und deswegen wechseln wir jetzt einfach mal zu unserem Bruno. Ich bin der Bruno. Und ich bin der Kameramann. Oh Gott. Ja, keine Ahnung, warum Seven das Ding Bruno genannt hat, aber hey. War lustig. Mogelhieb trifft uns nicht. Steigerungshieb. Wow, er hat Erdbeben. Er predicted. Ja, natürlich. Luxtra mit Erdbeben zu treffen ist gut, aber wir, nee, wir überleben das nicht. Shit. Shit. Das wäre perfekt gewesen, wenn er tatsächlich hier Dingens für... das ist dumm. Das ist richtig dumm. Naja, okay, wir bekommen dann einen Safe Switch in unser Keldeo. Und das ist auch okay. Tiefschlag, okay. Alles klar. Damit nimmt er uns auf jeden Fall auseinander. Und das ist der Grund, warum Mega Kangama einfach so krass ist. So. Wir können jetzt zu Caradonis raus. Ist noch die bessere Variante wie Keldeo, glaube ich. Und da können wir einen Nahkampf raushauen, denn wir outspeeden. Und ich bin mir nicht sicher, ob er seinen Kangama an der Stelle opfern will. Das Coole an Caradonis ist, es hat Robustheit. Leider bricht Kangama diese Robustheit ziemlich krass. Aber wir können jetzt einen Stab-Nahkampf rausballern. So, da kommt Felinara. Okay. Ja, natürlich Felinara hat er. Warum habe ich das nicht... Ja, Gott. Warum habe ich das nicht predicted, Alter? Das macht aber leider nicht 50%. Ansonsten hätten wir drinbleiben können. Das Ding ist nämlich gescarft und nicht gebandet. Jetzt müssen wir einen
Jetzt müssen wir ein Ding ins Fressen, ne? Okay. Aber wir sind immer noch gut bei der Sache. Mr. Chan, komm zurück! Denn jetzt kommt Sailor Moon. Ein Pokémon, mit dem man nicht spaßen sollte. Denn... wow, das macht fast 50%. Holy shit! Okay. Aber es macht nicht 50%. Das ist gut. Jetzt muss ich nur herausfinden, ob das Ding schneller ist als wir. So, ich gehe mal für ein Weichei, einfach nur um zu scouten. Wir sind schneller. Okay, wir outspeeden. Das bedeutet, wir können uns jederzeit wieder hochheilen. Wenn das Felinara zumindest im Kampf ist. Oh, er geht für Psychoschock. Okay, das ist in Ordnung, denn das ist nicht Stab und wir sind offensiv, also physisch, auch investiert. Das bedeutet, den Hit fressen wir easy und jetzt können wir uns mal setupen. So, jetzt muss er was machen. Jetzt muss er reagieren. Lichtschild interessiert mich nicht. Warum outspeedet er gerade? Ist es ein Speed-Tie? Ist es ein Speed-Tie? Ein Speed-Tie zwischen Pixie und Felinara. Okay. Ja, dein Lichtschild, wie gesagt, interessiert mich nicht. Ich kann mich jetzt schön hochboosten. Und jetzt merkt er, dass es ziemlich scheiße ist. Kommt wahrscheinlich hier... Kangama, nö, Thunderous, okay. In Ordnung. Dann kommt eben Thunderous rein. Kann mich paralysieren. Aber nicht wirklich viel anderes, ne? Will er jetzt mich paralysieren? Wenn er mich paralysieren möchte, ne? Könnte ich wieder zu meinem Megaluxtra und dann könnte ich einen richtig fetten Hit raushauen. Will ich hier meinen plus 2 Sailor Moon drin lassen? Oder will ich zu Megaluxtra raus und einen mega starken Hit raushauen? Das ist die Frage. Das Problem ist halt, er könnte jederzeit mit Mega Kangama reinkommen, aber ich bin physisch investiert. Leute, wir sind schon auf plus 2. Wir gehen auf plus 3. Toxin! Perfekt, er hat mich nicht paralysiert, sondern er hat mich toxiniert. Und das, Pixie hat, hier, nicht Magieschild, sondern... doch, es hat Magieschild. Es hat nicht Magiespiegel, es hat Magieschild. Und das bedeutet, dass Toxin, so wie anderes Zeug, nichts macht. Also eigentlich hat er mir gerade ausgeholfen, denn jetzt kann er das Ding nicht mehr paralysieren. Und das ist echt super. Und ich sehe einen Pixie-Sweep hier, Freunde. Da kommt ein Voltwechsel. Das ist völlig in Ordnung. Wow, Alter, das ist der Voltwechsel. Und da dieses Pixie in die physische Defensive investiert ist, werden wir einen Hit von Kangama tanken. Er geht mit Felinara rein. Warum? Will er Psychoschocks spam? Oder so? Oder was genau will er machen? Ich glaube, wir sind auf plus 4, ne? Wir sind jetzt auf plus 4. Oder auf plus 3? Nee, auf plus... nee, wir sind auf plus 3. Wir sind auf plus 3. Das bedeutet... ja, warte mal. 32, 28. Nee, wir sind auf plus 4. Okay. Ja, was will er tun? Er kann nicht mehr wirklich viel machen. Also, außer mit Kangama reinzukommen. Aber ich warte eigentlich nur, bis das Lichtschild weggeht. Denn dann können wir ziemlich reinhauen. Ja, wie gesagt, Psychoschock macht nicht so viel. Wir haben Recovery. Und ich warte eigentlich nur drauf, bis das Lichtschild weg ist. Da ist das Lichtschild weg. Und ich glaube, dass er jetzt noch ein Lichtschild setupt. Genau das meinte ich. Um seinen Kangama reinbringen zu können. Deswegen gehe ich nochmal für ein Gedankengut. Und jetzt sind wir auf plus 6. Tja, er wird in der kommenden Runde wohl ausswitchen zu Kangama. Und dann können wir eine Mondgewalt raushauen. Einen Hit werden wir tanken und dann noch eine zweite Mondgewalt raushauen. Also, das wird schwierig für ihn, sich davon zu recovern. Ja, so, jetzt kommt eine Stab-Mondgewalt auf plus 6. Ich weiß, das Ding ist zwar, es hat zwar Lichtschild draußen und es wird, naja, ihr seht selbst. Also, er ist zwar nicht gewechselt, er hat es gedeathfordert. Das ist ziemlich gut, weil er jetzt mit Mogelhieb reinkommen kann.
Mogelhieb, danach kann er Erdbeben und im schlimmsten Fall noch Tiefschlagen. Also er kann 3 Attacken rausholen mit Kangama und das ist der Grund, weswegen es völlig overpowered ist. Während ich einmal angreifen kann, kann er 3-mal angreifen und das ist einfach nur krass. So. Er kommt mit Volnona rein. Warum kommt er mit Volnona rein? Will er Chlorophyll Folipurba rausholen oder so? Weil jetzt hat er meinen Flammenwurf gestärkt und ich bin auf plus 6. Das Folipurba wird sterben. Das Folipurba wird sowas von sterben. Okay, plus, also ja, okay, Flammenwurf in der Sonne. Aber wir sind auf plus 6. So, da kommt die Mondgewalt. Bada bing, bada bang, bada bung. Aber das macht fucking nichts, Mann. Weil es resisted wird natürlich, aber plus 6, ja. Aber sein Volnona ist offensichtlich seine Wall. Aber wir haben Weichei, Leute. Das bedeutet, wir können uns immer wieder hochboosten. Und ich meine, sein Lichtschild ist ebenfalls noch oben, ne? Also nicht vergessen. Lichtschild halbiert den Schaden. Halbiert den Schaden. Also wir sind offen, wir sind offiziell nur auf plus 3, ne? Und das ist eigentlich ziemlich gut, dass er Volnona reinholt, weil jetzt können wir Lichtschild runden stallen, bis dann sein Kangama reinkommt, was wir dann one-shotten können. Außer er will nochmal. Hat er Lichtschild auf Volnona? Ja, er wird outspeeden, einen Sondersensor reinklatschen, das ist okay. Ich werde mich hiervon mit einem Weichei erholen. Leute, Pixie ist fucking gefährlich. Lasst ein Pixie niemals setupen. Pixie hat entweder Magieschild oder Unaware. Mir fällt der deutsche Name gerade nicht ein. Unaware macht eigentlich nur, dass es Statusattacken ignoriert. Komplett ignoriert. Und Statusattacken. Statuserhöhungen oder Boosts oder wenn du jetzt seinen Spezialangriff senkst, dann interessiert es den nicht. Wenn du deinen Spezialverteidigungswert erhöhst, dann interessiert es ebenfalls nicht. Sogar wenn du Drachentänze setupst und dann angreifst, interessiert es einfach nicht. Morlord und Pixie sind die Pokémon, die diese Fähigkeit haben, glaube ich, und die so competitive gespielt werden. Also passt auf, entweder ihr könnt es nicht vergiften oder ihr könnt euch nicht dagegen boosten. Sehr, sehr gefährliche Pokémon. Ist die Sonne weg? Ja, die Sonne ist weg, ne? Okay, die Sonne ist weg und jetzt kann ich mit einem Flammenwurf rauskommen. Ne, die Sonne ist noch da. Okay, Laubklinge. Das ist ein High-Crit-Move und das war kein Crit. Wow, okay! Das hätte er schon viel früher reinbringen sollen. In Kombination mit Kangama ist es gar kein Problem. Aber irgendwie hat er sich daran aufgehangen. Pixie nimmt gerade sein ganzes Team auseinander. Wir haben noch Karadonis mit Robustheit und wir haben noch Cesurio mit Fokusgurt. Das bedeutet, auch wenn Kangama jetzt hier mächtig Arbeit reinsteckt, wird es sehr, sehr schwierig werden für ihn. So, wir gehen mal für eine Mondgewalt. Oh, es hat Durchbruch. Aber das wird resisted. Warum geht der für einen Durchbruch? Geh für einen Mogelhieb und Erdbeben. Das hätte gekillt. Jetzt kann ich dich angreifen. Und du wirst sterben, weil Lichtschild ist weg. Okay, das war's mit Mega Kangama. Alles klar. Ja, Leute, wie gesagt, lasst Pixie nicht aufsetzen. Das ist der Tod für euch. Lasst Pixie niemals aufsetzen. Sobald es einen Gedanken gut macht, holt ein Wahlband rein und dann berstet es weg. Das ist alles, was ihr dann noch machen könnt. So, jetzt kann ich eigentlich nur noch für eine Mondgewalt gehen. Er kann mich nicht paralysieren. Er kann eigentlich nur noch mit einem Ladungsstoß oder mit einem Voltwechsel angreifen. Und ja, solange das kein Crit wird, wird es nichts tun. Wir sind auf plus 6 und ich glaube, das wird dann ausreichen für sein letztes Pokémon. Und damit gewinnen wir gegen Humayun oder Humayun, wie auch immer. 5:0, das war ein Pixie-Sweep. Deswegen, Leute, Pixie ist fucking gefährlich. Eins der gefährlichsten Pokémon, die es gibt. Leute, es ist nicht ohne Grund in FLGs Team gewesen in der DPL. Ne? Also Pixie ist eins der krassesten Pokémon. Wenn ihr denkt, Chanera ist schon ein Hurensohn, dann habt ihr Pixie noch nie gesehen. Ja, das war's für das heutige Battle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt was gelernt. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder mit diesem Team, da ich das nicht wirklich zeigen konnte wegen dem Pixie-Sweep. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Battle. Bis dann und tschüss.